in Preußen entgangen, in Sachsen gefangen. Und der Befehl August des Starken hieß, schaffe mir Gold, Böttcher. Und die Flucht je ein Ende nahm, im Kerker er nun sein Brot bekam, und sein Gold wird es ihn befreien. Was wird sein? Was wird sein? Eingeschlossen saß er, wie in einem goldenen Käfig. Alle erdenkliche Hilfe ließ man ihm angedeihen. Essen und Trinken wurde reichlich aufgetischt. Man ließ sogar musizieren für ihn, denn er müsse bei Laune gehalten werden, der Goldmacher. Und es vergingen die Jahre. Unzählige Versuche scheiterten. Oft saß er auch nachts noch zwischen Schmelztiegeln und Retorten, mit ihm seine Gehilfen. Und mit von Rauch und Dämpfen entzündeten Augen starrten sie wieder und wieder auf das Ergebnis ihrer Anstrengungen. Umsonst. Die Wundertinktur des Mönches war Betrug. Gold, was wird sein und sein Gold?